Guten Morgen, meine Freunde. Lecker Schmecker. Guten Morgen, David. Aus London. Tag Nummer 2, Freunde. Heute gibt es den nächsten Stadion-Vlog. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall den gestern gefeiert. Der geht jetzt hier gleich online, wo ich gerade aufnehme. Wir gehen heute zu Arsenal gegen Zürich. Ihr wolltet das sehen, ihr hattet da Bock drauf. Ich hatte da auch Bock drauf, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ja, wir machen jetzt heute noch ein bisschen London unsicher. Ich werde jetzt noch einmal kurz zum Capture-Event gehen. Der Rucksack ist auf, ich habe das ganze Equipment mit. Wir nehmen coole Videos auf und ja, dann habe ich noch ein bisschen Freizeit in der Stadt. Ich weiß ehrlicherweise noch nicht, was ich machen werde, wo ich hingehen werde. Das werdet ihr dann sehen. Und ja, Mann, gucken einfach, was der Tag bringt. Bis jetzt London auf jeden Fall. Sehr, sehr geile Stadt. Heute Abend im Emirates Stadium. Boah, auch 4 Jahre nicht gewesen. Ich bin mal wirklich gespannt, wie es ist. Da war ich sogar letztes Mal bei Arsenal gegen Chelsea. Das war dieser legendäre Vlog mit Benji und Steini. Mal gucken, ich hab Bock, es wird geil. Und wir gehen rein. Tag Nummer 2. Jetzt werden coole Videos aufgenommen. Aufnahmetag hier ist durch beim Capture-Event. Das hat ultra lange gedauert. Ich habe so eine komplette WM mit Deutschland gespielt. Und ja, ich glaube, wenn ich jetzt gleich nach draußen gehe, ist sogar schon wieder dunkel. Ja, ich hatte recht. Das ist wirklich so gestört, ne? Einfach 16.30 Uhr und gefühlt ist einfach Nacht. Guck ich das mal an, wie dunkel das hier ist. Folgender Plan noch für heute. Ich werde jetzt einmal ganz kurz meine Sachen ins Hotelzimmer bringen. Das ist auch nur irgendwie 10 Minuten von der Location, da laufe ich jetzt kurz hin. Ja, und dann gucke ich mal, vielleicht noch zum Buckingham Palace, hätte ich Bock drauf. Also irgendeine englische Sehenswürdigkeit würde ich ja eigentlich schon noch ganz gerne mitnehmen. Ich war jetzt noch nicht so häufig in London. Ja, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, ohne Scheiß, ne? Also für London, so 2 halbe Tage reichen dann eigentlich doch nicht, ne? Freunde, bin im Taxi und man sieht hier sogar links gerade, ist jetzt schon wieder sehr dunkel draußen, das London Eye sieht sehr, sehr geil aus. Beleuchtet, das ist dieses berühmte Riesenrad, das kennt ihr wahrscheinlich. Da werde ich jetzt aber nicht hinfahren. Okay, man kann mich nicht wirklich gut erkennen, aber es geht ja nur darum, was ich sage. Ich bin nämlich auf dem Weg zum Buckingham Palace. Den werde ich mir jetzt nochmal angucken, da war ich auch schon mal. Aber ich habe den damals auch noch einmal ganz kurz abgegrast, als ich da mit Benji und Steini war. Und ich habe den noch nicht bei Nacht gesehen. Deshalb gehen wir da jetzt hin und danach geht es dann zum Stadion. By the way, Freunde, diese Uber-Dinger, ne? Die sind schon cool, Alter. Man fährt hier wirklich wie der letzte König durch die Stadt. Feier ich. Da seht ihr jetzt nochmal das London Eye. Hey Mann, das ist schon wirklich eine verdammt hübsche Stadt. Muss man ja mal ehrlich sagen. Hier ist übrigens jetzt das britische Parlament, Freunde. Boah, das sieht auch geil aus, angeleuchtet. Junge, da bin ich ja doch ja noch ein bisschen auf Tourikurs. Ich hatte schon Angst, dass ich nicht mehr so viel sehe. Aber gerade einen guten Uber-Fahrer, Junge. Guck mal hier, habe ich doch noch alles dabei. Freunde, hier ist einfach noch so eine uralte, typische Telefonzelle. Ja, die sind ja mies cool, kommt man da noch rein? Ich glaube, die ist sogar noch in Betrieb. Ja, das sieht schon cool aus. Feier ich. Das ist so richtig Klischee. Okay, ich glaube, wir sind da. Es fängt an, königlich auszusehen. Sehr, sehr geil, Freunde. Boah. Was eine Gerätschaft, der Buckingham Palace. Junge. Sieht so brutal aus, wenn man hier so gerade vorsteht. Das ist im Eingangsbereich. Und wenn man sich jetzt hier vom Buckingham Palace wegdreht, sieht man übrigens da hinten auch direkt wieder das London Eye. Kurzer Buckingham Palace Touristentipp. Macht es tagsüber. Ich war ja schon einmal tagsüber da, ist deutlich cooler, auch so zum Bilder machen und so. Sieht nachts auch geil aus, aber gibt auf jeden Fall Gebäude, die ein bisschen cooler beleuchtet sind. Kein Disrespect, ein sehr, sehr nice Teil. Sollte man gesehen haben in London, aber tagsüber schon cooler. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier auf dem Video so rüberkommt, aber diese ganze Plaza ist schon sehr, sehr beeindruckend. Es ist schon echt riesig, dieser Kreisverkehr hier. Riesige Säule. Das hat schon was. Es wirkt echt extremst mächtig. Generell, hier ist ja auch alles in diesem Royal-Look, sage ich mal. Ne? Alles so sehr königlich. Überall diese fancy Zäune, dann, ich glaube, hier ist auch noch in der Nähe ein Park. Das ist schon sehr, sehr nice. Also London bei Nacht, was heißt Nacht, wir haben 18 Uhr. Aber es hat schon einen Vibe, ey. Ich denke mir jetzt auf jeden Fall ein Taxi oder Fahrbahn, je nachdem, was kürzer ist. Und dann auf zum Stadion. Emirates, ich habe es euch übrigens noch gar nicht gesagt. Ich habe mir VIP-Tickets gesnackt, das wird sehr geil. Wollen wir uns mal ein bisschen angucken, was das hier wird. Oh shit, Freunde. Einfach gerade die Tore geöffnet worden im Buckingham Palace. Guck ich das mal an, ey. Ach, schon wild.
Fährt ihr jetzt hier gleich irgendwie die Royal Family vorbei oder was? Ja, leider keine Zeit mehr, das anzugucken. Muss ein bisschen Tempo machen. Ich habe mich dazu entschieden, die Bahn zu nehmen. Und ja, ich nehme hier gerade eine rote Ampel. Oh, das fällt keiner um. Nee. Ausdauertraining, SV Soding, vor 6 Jahren. Ich war dabei. Bruder, ich muss zur U-Bahn-Haltestelle. Einfach hier einmal durch so einen Park laufen. Oh, Beleuchtung kennen die hier einfach nicht. Zum Glück ist Halloween vorbei. Digga, man sieht einfach keinen Menschen. Hier läuft gerade einer an mir vorbei. Jetzt sehe ich ihn. Cool. Let's go. Wir sind drin. Und ich gehe auf der falschen Seite. Komische Menschen, die links laufen. Sag ich euch ehrlich. Freunde, guckt euch den Stress an. Die berühmte Londoner U-Bahn. Muss man auch gemacht haben, wenn man hier war. Wir haben alle so Prepaid-Karten. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch. Ich mach's falsch. Was muss ich machen? Das hat funktioniert. Oder? Ich wäre komplett unfähig, Alter. Wo muss ich lang? Piccadilly Line. Oder haben mich komplett zum Obst gemacht. Hinter mir stand eine deutsche Touri-Gruppe. Ich bin daran verzweifelt, das Ding in den Schlitz reinzustecken. Alles gut. Habe ich überspielt. Hat mir keiner angemerkt. Okay, Freunde, das ist gerade mein POV aus der Bahn. Die Arsenal-Fans sind zugestiegen, es ist so voll. Ich habe mir hier so einen Platz an der Wand gesnackt. Gute Entscheidung. Das ist aber ganz safe Fan. Ganz, ganz safe. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was es heute gibt, weil Arsenal ist ja diese Saison extremst gut. Die haben so ein richtiges Revival unter Arteta geschafft. Ich hoffe, die spielen guten Fußball, Alter. Ich freue mich richtig. Ich habe das Gefühl, es könnte echt dicke Tore geben. Und da sind wir auch schon, Freunde. Wie cool sieht das bitte aus? Es ist mir nämlich schon das letzte Mal hier richtig positiv aufgefallen. Das Stadion liegt ja auch direkt in der Stadt natürlich. Und es gibt überall diese kleinen Geschäfte nebendran. Übertrieben nice. Ey, ich hätte mir da jetzt gerne einen Schal geholt. Das ist auch immer geil, halt solche Locals zu supporten. Aber ich muss mich ein bisschen beeilen, ey. Irgendwie die Bahn ist zwischenzeitlich stehen geblieben. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Deshalb rein ins Stadion. Das ist halt so cool, ne? Einfach manche Hausbewohner, die hier wohnen, haben einfach ihren Vorgarten dann zu den Spielen in so eine Fressbude verwandelt. Digga, wie cool ist das bitte? Macht der so schlau? Ey, vor allem, das ist nicht der Einzige, der das hier macht. Das machen richtig viele. Das ist so unfassbar smart. Ey, cool. Und hier ist dieser berühmte Eingang, wo es dann zum Stadion geht. Man läuft da über so eine Brücke. Das ist sehr cool. Und über diese Brücke geht es dann da zum Emirates Stadium. Und vielleicht kennt ihr die TikToks da oben in den Wohnungen. Die werden ja ganz normal vermietet. Vielleicht habt ihr den schon mal auf TikTok gesehen. Da gibt es dann so einen oben, der fängt immer so Fangesänge an. Das ist ganz lustig. Boah, sieht das mächtig aus. Thierry Henry, Pires, Adams. Den ganz links muss ich ehrlicherweise sagen, kenne ich nicht. Und die Nummer 7 war gar nicht Pires. Ja, los, Digga. Gibt es einen besseren Spot, um seine Matchday-Prediction zu machen? Ich glaube nicht. Da seht ihr es. Ich tippe 4-1. Das habe ich auch in meiner Insta-Story getippt. 4-1 Arsenal. Ich will Tore sehen. Und Doppelpack Ødegaard. So, und jetzt weiß ich auch, wer der Kollege hier mit der Nummer 7 ist. Und zwar ist das Liam Brady, steht hier unten erklärt. Da ist der Kollege Liam Brady, 1970 oder 73 bis 80 gespielt. The most elegant of left field took to the field. Naja, komm, ich spare mir das. Er hat auf jeden Fall den FA Cup gewonnen. Und waren Maestro. Oh yes, Freunde. Wir haben tatsächlich VIP-Tickets. Geil, wir gehen rein. Ja, okay, war es doch nicht. Wir gehen durch die guten alten FIFA-Gitter. Let's go. Ja, schade. Doch nicht da hinten. In der speziellen Box. Aber hier. Oh mein Gott, ich bin drin. Bruder, ich hätte es nicht gedacht. Alter, ich bin drin. Bruder. Ich habe schon so einen Kackstift bekommen. Ich muss ja jetzt, kann ich ja ehrlicherweise sagen, was soll ich euch vorheucheln? Ich habe das Ding über eine krumme Online-Seite noch ganz spontan geholt, sonst hätte ich nichts mehr bekommen. Oder ich dachte schon, ich wurde gescammt. Ich habe extra ein E-Ticket geholt. Ich dachte schon, die Wichser können jetzt sogar mit E-Ticket scammen. Aber ich bin drin. Richtig und richtig.
Also eine Sache muss man sagen, die Teile wurden als VIP verkauft. Das ist es nicht. Aber es ist mir gerade relativ scheißegal. Ja, okay, Digga, ich hab nichts gesagt. Was sind das denn für Plätze? Ich hab gerade gesehen, ich sitze in der dritten Reihe. Digga, was ist das denn? Scheiße. Bruder, dieses Stadion ist wunderschön. Wunderschön. Alter, und wir müssen mal ganz weit runter. Junge. Das ist mein Platz. Schaut euch das mal an, direkt am Gang. Und die Zürich-Fans sind auch schon da, wieder direkt am Auswärtsblock. Die sind, glaube ich, mit 2.500 oder 3.000 Auswärtsfans am Start. Ey, das sieht richtig geil aus. Ey, ich bin absolut glücklich. Das war so ein Rollercoaster gerade, so eine Achterbahn der Gefühle. Ich stand da bei dem Eingang, einfach alle kommen durch, mein Ticket funktioniert nicht. Ich dachte, fuck, Bruder, bin gescammt worden. Lauf schon wie so ein betröppelter Hund zum anderen Eingang. Und jetzt bin ich hier. Ja. Ey, guck dich das mal an, was ist denn das für ein View? Das sind die Arsenal-Spieler beim Warmmachen und das ist einfach mein View. Guck mal, hier wird gewunken. Gäste sind gespottet, es ist noch eine halbe Stunde zum Anpfiff. Ach Junge, ich bin so ein glücklicher Mensch gerade. Komm, ich gehe mir jetzt noch einen Schal holen. Wichtig, immer ein Andenken mitnehmen. Und ich habe seit 10 Stunden nichts gegessen. Da sehe ich mich auch mal wieder. Ich habe extra nichts gefuttert, damit ich mir das Ding hier mal im Stadion reinziehen kann. Guck mal, wir haben hier einen Englisch-Fan getroffen. Und Prime, das ist die Marke von KSI und Logan Paul. Und die sind der offizielle Ausstatter von Arsenal. Richtig geil. Mies cool. What do you guys think? What will the 5-1 Arsenal? 5-1 for Arsenal. Yeah. Who's gonna score? Vieira. Vieira. Richtig und richtig. Wir gehen rein. Da bist du doch. Geil. Eigene Bierschlange. Sympathisch. Aufwärmen gucken. Sympathisch. Ey, ich feiere das ja immer noch. Wie cool ist es einfach? Das ist einfach ein Getränk von YouTubern. Sponsor von einem Fußballverein. Ich werde aber erstmal ein Bierchen gönnen. Zu einem. Ich hoffe, ich denke später dran. Ich habe mich von einem Arsenal-Fan beraten lassen. Ja, grüße. Ich habe mich von einem Arsenal-Fan beraten lassen. Der meinte, die trinken immer Camden hier. Gibt einen Taste. Ist geil. Kann man machen. Machen wir eine Bewertung. 8 von 10. Ich sage euch aber ehrlich, ne? Das hier ist ein L. Wir haben jetzt so eine Viertelstunde vor Anstoß. Und ich musste selber schon wieder wegexen. Man darf das nicht mit in den Innenraum nehmen. Englischer Fußball, lost. Ich bin offiziell eingekleidet. Junge, Junge, Junge. Mann, ist doch eine Wurst. Ey, dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Flutlichtspiel. Ey, und dann in so einem geilen Stadion. Alter Falter! Das ist einfach mein Platz, Freunde. Moin Meister. Zürich-Fans da hinten machen Lärm und die Arsenal-Fans sind auch da im Vergleich zu den Chelsea-Fans gestern. Okay, ich muss aber einmal ganz kurz testen. Ladies and gentlemen, will you please welcome FC Zürich and the Arsenal! Genau. Geil, aber geht gerade los. Oh, Zürich zündet! Geil, Alter. Zürich-Fans machen richtig Alarm. Das ist geil. Arsenal! Was eine Atmosphäre! Geil, Alter! Digga, die Arsenal-Fans singen! Zürich-Fans da hinten machen Lärm. Ist das geil, Alter. Wir gehen rein. Und jetzt geht's los, Freunde. Wir gehen rein. Ramsdale bekommt seinen Applaus. Und dann wird angepfiffen, Freunde. Junge, gestern fast unterm Dach gesessen. Und heute
einfach wirklich auf Schulterhöhe mit den Spielern. Und da sind die Zürich-Spieler und die kriegen gleich auch nochmal einen Applaus. Digga, was sind das für Plätze? Was ist das? Bruder! Let's go! Digga, was sind das für Plätze? Hey! Mal runterschicken die Sau. So, erste Ecke des Spiels. Für Zürich. War eine entspannte Nummer. Sehr chillige Plätze. Digga, was ist das denn? Und die Zürich-Weltzeit macht so Lärm. Oh, erste Ecke Arsenal. Oh, Variante. Ah, trifft sie nicht. Oh, siehst du's? Wow. Digga, diese Plätze sind so krass. Oh, da oben sieht man das Tor nochmal. Geiler Schuss von Tierney. Oder ich bin in den Fangesängen drin. Die haben wenigstens welche im Vergleich zu Chelsea. Ey, ohne Scheiß, richtig geil. Ich hoffe natürlich, es fallen noch mehr Tore. Würde mir auch wünschen, dass vielleicht Zürich ein Wörtchen mitzureden hat. Aber das ist englische Stimmung, wie sie sein sollte. Ohne Scheiß. Die haben keine Vorsänger, die haben keine Ultras, aber es ist dieser geile situative Support, der ja auch cool ist. Und heute wirklich, das ist geil. Das macht richtig Bock. Gestern Chelsea, sage ich euch ehrlich, war wirklich Quatsch. Also by the way, der Weg für einen Flitzer war noch nie so kurz, ne? Oder das ist halt dieses Kranke in den englischen Stadien. Junge, das ist nicht mal eine Meter Luftlinie zwischen Feld und erster Reihe. Das ist so krass. Du kannst einfach kurz drüber schwingen. Jalla, Feld gehört dir. Auch ganz cool, was ich jetzt erst sehe. Hier sind überall so internationale Arsenal-Fanclubs. Indonesien, Singapur und dann einfach Miasan Arsenal. So ein bayerischer Arsenal-Fanclub. Halbzeit. Starkes Spiel, geile Atmosphäre und Arsenal hat Zürich wirklich am Schlawittchen. Könnte schon 2-3-0 stehen. Sehr geiles Spiel. Die da hinten macht auch Action. Ja, guckt euch an. Sehr geil. Gucken, was in Halbzeit 2 noch geht. 4-1-Tipp ist drin. Ey, ohne Scheiß, dieser Timer ist wirklich eine Stresssituation. Zweite Halbzeit. Hab mir Prime gegönnt.
Ich werde es jetzt offiziell probieren. Ey, und dieser Weg ist einfach nur geil. Und guckt euch diese Auswärtsfans an. Machen die so gut. Ey, Rip! Gibt eine gelbe. Naja. Jetzt mein erstes Mal Prime. Ja, cheers. Wir probieren es auch. Schmeckt echt geil. Was habe ich denn hier? Tropical Punch. Ey, das kann was. Okay, ich verstehe, warum die ganzen Engländer süßig danach sind. Oh, das ist irgendwie vorne ein bisschen zu kompliziert. Ey, Neni geht raus, das Stadion erhebt sich. Ich glaube, Partey und Saka kommen rein. Arsenal hat er hier ein bisschen B11 am Start. Na ja, gut, aber dafür geht Jesus. Ja, schade. Ja, Benny Blink. Geil. Ey, direkt Saka am Spiel. Schade. Abseits! Abseits! Was, das 1:1? Unlucky. Oh, aber es gibt Videobeweis. Das Ding war knapp. Kein Videobeweis, bleibt beim 1:0. Zürich passt mit dem Lucky Pass. Und da geht's nicht. Das ist so Stress drin, geil! Ey, die Zürich-Fans sind so geil, ne? So Rauch reingezogen durch das Wand. Da hinten läuft Ben White. Die haben hier gelbe, blaue, weiße Rauchtöpfe, Bengalos, alles dabei gehabt. Das ganze Stadion gefallen. Digga, er nimmt einfach Ödegaard den Ball weg. Das tut so weh. Das ist so Stress. Alle Engländer sind am Fluchen. Ich liebe es. Fucking Idiot, mate. Fucking Wanker. Oh! Oh! Gott, Alter. Tschüss. Oh! Ey, das ist einfach so wild, ne? Die Zürich-Fans ziehen auch einfach durch. Einfach 90 Minuten lang wird da gezündet. Minuten sind durch, 5er Nachspielzeit. Ja, ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Letzte Chance für Zürich. Sehe ich hier nochmal, mit einem richtig guten Ergebnis aus der Euroleague zu verabschieden. Gib nochmal einen Freistoß. Geil. Oh! Wäre auch wieder abseits gewesen. Ja, sehr gute Chance. Das Spiel ist vorbei. Also gewinnt 1:0 gegen Zürich. Straight through to the last 16 of the Europa League.
Freunde, ich wende jetzt hier auch den Stadionblock direkt einfach am Spielfeld ran. Es waren geisteskranke Plätze, es war ein geiles Erlebnis. Stimmungstechnisch besser als gestern, safe, weil beide Fanlager einfach gut Action gemacht haben. Ich muss sagen, alles in allem, ich bin mehr Fan von diesem deutschen Support, von den Ultra-Gruppierungen und so, dass es einen organisierten Support gibt. Bei den englischen Fans ist es ja immer so sehr situativ. Ich finde, heute bei Arsenal haben wir gesehen, dass es auch geil sein kann. Viele finden ja auch, oder einige finden ja auch das ganz cool. Ich muss sagen, deutsche Fankultur geht überhaupt nicht drüber, ist viel, viel geiler. Aber trotzdem, heute war auf jeden Fall stabil. Gestern Chelsea-Fans, das war halt wirklich bodenlos, was sie gemacht haben. Zürich hier, die Auswärtsfans, auch geil gewesen. Fazit zum Spiel. Zürich konnte nicht, Arsenal musste nicht. Ne? Arsenal bei weitem nicht so krass gespielt wie in der Liga. Du hast bei denen auch gemerkt, dass die Körner gestohlen haben. So, die haben ja auch einen engen Spielplan jetzt für die Premier League. Und die waren halt schon sehr durch. Deshalb haben die gechillt. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dieser Stadionvlog hat euch gefallen. Wenn ich mehr solche Reisen machen soll, ich habe ja jetzt einfach mal auf ganz entspannt zwei Zürich-Fans. Geil. Ich habe jetzt auch entspannt in zwei Tagen mal zwei Vlogs mitgenommen. Und jetzt seht ihr nochmal die Zürich-Fans. Freunde, ich bin raus. Lasst ein Like da, abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.